Ich nehme die Stiefel auch. Pack sie auf den Wagen, Junge. Komm schon, Junge, Beeilung. Machen Sie den Krieg nicht persönlicher, als er sein muss. Wir haben eine ganz schön große Klappe dafür, dass Sie eine Pistole auf sich gerichtet haben. Auf geht's, Jungs! Einen Gefallen getan. Wenn wir das Gold zurückbringen, dann sind wir Helden. Vergessen Sie die Heldengeschichten. Wenn wir das Gold zurückholen, wird niemand davon erfahren. Und wir werden reich. General Lee hat den Kampf aufgegeben. Und wir haben den Befehl auch aufzugeben. Ich habe noch nie einen Befehl verweigert. Aber diesen verweigere ich. Ich würde niemals dieses Regiment aufgeben. Also gilt ab sofort, ihr Männer seid außer Dienst gestellt. Ihr könnt nach Hause gehen. Nach Hause zu euren Lieben und euren Familien. Aber hört mich an. Geht nach Hause mit Stolz. Habt ihr verstanden? Geht stolz nach Hause, denn es war ein verdammt harter Kampf. Ich salutiere vor euch. Hallo, Nate? Keine. Was? Wo ist Dominik? Die haben erschossen, Colonel. Dem Colonel vom Tode seiner Frau zu erzählen, war eine der schwersten Sachen, die ich je getan hatte. Der Colonel liebte seine Frau. Und sie liebte ihn. Es tut mir leid, Sir. Wer war das? Es waren Nordstaaten, Major. Und sie waren aus Michigan. Haskell. Das ist richtig, Colonel. So haben sie ihn genannt, Haskell. Thank you.
suche das Fünfte aus Michigan. Sie haben den Zug gestern Abend genommen. Wohin? Nach Westen, gegen Indianerkämpfe. Und an diesem Tag belud der Colonel den Wagen, um nach Westen zu reiten. Ich ging mit ihm, weil ich dachte, er könnte meine Hilfe gebrauchen. Wenn ich mir das überlege, so war das die erste Entscheidung, die ich als freier Mann traf. Aber irgendwie war es eine falsche Entscheidung. Erblickten wir das indianische Pony zum ersten Mal. Das war 6 Wochen, nachdem der Colonel und ich North Carolina verließen. Warum singt er? Keine Ahnung, Nate. Hol schnell Nadel und Faden. Ich werde nicht so dicht dran, Colonel. Das ist ein Trick, eine Falle. Für eine Weile stand es auf des Messers Schneide. Der Indianer wurde bewusstlos, kam wieder zu sich und redete in seiner Indianersprache, die weder der Colonel noch ich verstanden. Dieser riesige Indianer war wirklich ziemlich furchteinflößend. Aber dann am zweiten Tag öffnete er die Augen und ich konnte Leben in ihm erkennen. Da wusste ich, dass er durchkommt. Ja, yeah, das heißt Fleisch. Fleisch! Okay. Mit meiner Spezialsauce. Seit Generationen in meiner Familie. Oh ja. Das schmeckt gut, oder nicht? Ist das gut? Schmeckt's gut? Am nächsten Morgen stand er auf. Es wurde klar, dass er uns verlassen wollte. Also half ich ihm aufs Pferd und er ritt davon. Es war wirklich ein gutes Gefühl zu wissen, wir hatten dem Mann das Leben gerettet. Ich glaube, es hat sogar den Colonel etwas glücklich gemacht. Es war schwer zu sagen, denn der Colonel lachte nicht mehr viel. Er redete auch nicht. Er trank immer nur aus einer kleinen Flasche. Der Krieg hatte ihn verändert. Er hatte jeden von uns verändert. Howdy. Was wollt ihr hier, Neger? Wir wollten hier eine Pause einlegen. Wir haben den Wagen gesehen und was? Wir könnten... Colonel, läuft denn? Sind Sie das, Sir? Das ist der Colonel, das sage ich Ihnen. Scheiße, ja, Sie können hier bleiben. Ist uns eine Ehre. And it was on March the 7th in the year of 62.
We had a sore engagement with Abe Lincoln's crew. Van Dorn was our commander, as you remember, B. We lost 10,000 of our men near the Indian Territory. Wie geht es ihm? Oh, naja, er schläft jetzt. Er ist... Das letzte Mal, als ich den Colonel sah, hatten wir gerade die Schlacht verloren. Die Yankees hatten uns echt fertig gemacht. Und als dann der Colonel kam, dann... Naja, dann rannten sie weg. Und dann kam der Colonel angeritten mit seinem Regiment und sie töteten jeden Yankee, den sie in die Finger bekam. Es gab keinen Überlebenden, nein, Sir, keine Gefangenen. Der Colonel und seine Männer werden den Tag nie vergessen. Er war von oben bis unten mit Blut bedeckt und sein Pferd auch. So hat er seinen Namen bekommen. Naja. Hey, Mister. Was? Was war das für ein Name? Colonel Bloody Ben Lofton. So wird er genannt. Ich habe Ihnen was zu essen gemacht, Colonel. Danke. Gott segne Sie, Sir. Passen Sie auf sich auf, Colonel. Wir ritten und ritten. Ich hatte so viel Land noch nie gesehen. Es war unglaublich. An manchen Tagen wusste ich nicht, wo wir waren. Und ich schätzte, der Colonel wusste es auch nicht. Aber mir war es auch egal, denn ich war frei. Und ich war froh, den Süden hinter mir zu lassen. Der Colonel wurde an der Grenze gesichtet. Er reist mit diesem Neger. Er hat es auch überall verkündet. Als würde er wollen, dass Sie wissen, dass er kommt. Es macht den Anschein, als würde er Ihnen folgen. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir ihm helfen können, nicht zu finden. Zwei Männer. Einer ist ein Farbiger. Der andere ist ein konföderierter Krimineller namens Ben Lofton. Kann ihm nicht helfen. Sie können mir nicht helfen? Nein. Haben Sie diese Männer gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Wo kommst du her? Aus dem wunderschönen Tennessee. Ist das so? Mhm. Wieso sagst du mir nicht, welcher Wagen euren Track verlassen hat? Ich habe nichts gesehen. Captain, verhaften Sie den Mann. Wieso versuchen wir das nicht nochmal? Ich habe nichts gesehen. Hat sonst noch jemand nichts gesehen? Am nächsten Tag entdeckten wir eine verlassene Hütte. Um sie herum wuchs ein Meer von gelben Blumen. Hatte sich jemand ein nettes kleines Plätzchen geschaffen. Aber wo sie jetzt waren, wusste wohl niemand. Man konnte aber sehen, dass wer auch immer es war, ziemlich plötzlich aufgebrochen war. Ich fragte mich aber, ob dieser Indianerpfeil was damit zu tun haben könnte.
entschieden uns dafür, eine Weile zu pausieren. Wir wussten ja nicht, was uns noch bevorstand. Wir waren schon eine Ewigkeit unterwegs. Und außerdem war es wirklich schön hier. Trotz des Indianerpfeils. Lieutenant William Harrington meldet sich, Sir. Und was kann ich für Sie tun, Lieutenant? General Chisholm sagt, Sie sollen umgehend nach Fort Abraham Lincoln zurückkehren, Sir. Lieutenant, wieso reiten wir beide nicht zusammen? Ich bin dabei, einen Südstaaten-Colonel festzunehmen, Ben Lofton. Major, ich habe meine Anweisungen. Sie müssen sofort zurückkehren. So dicht dran. Yes, Sir. Scott, du reitest weiter und erledigst den Job. Ich will, dass der Mann gefunden wird. Das werde ich, Major. Wenn er nur nicht immer so viel getrunken hätte, dann hätte es sich so angefühlt, als wären wir wieder Kinder. Ich und der Colonel. Bevor ich auf den Feldern arbeitete und er zur Schule ging, um ein Gentleman aus dem Süden zu werden. Ist das Gold? Colonel! Was? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber ganz sicher. Schauen Sie. Wissen Sie noch, als wir Kinder waren und wir träumten davon, einen Piratenschatz aus Gold zu finden? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir ihn gerade. Hier ist er. Oh, ich werde ein reicher Mann sein. Oh Mann, ich glaub's nicht. Ich werde ein reicher Mann sein. Ich nehme die zwei. Und die da. Oh. Hier bitte, Kanne. So wie Sie es mögen. Weißt du, Nate, du musst nicht immer rumrennen und kochen und so. Oder mir meinen Kaffee machen. Du bist kein Sklave mehr. Ich kenne Sie mein ganzes Leben. Wenn Sie aber denken, dass ich denke, dass ich noch immer ein Sklave wäre, dann liegen Sie falsch. Ich bin ein freier Mann, Colonel. Und ich habe keinen Hunger. Aber Sie müssen doch essen. Sie können nicht nur Whisky trinken die ganze Zeit. So kriegen Sie den Schmerz auch nicht weg. Was hast du gesagt? Nichts. Überhaupt nichts. In den nächsten Tagen gruben wir, naja, eigentlich nur ich, viele Goldklumpen aus dem Boden. Ich wusste nur, dass ich es nicht abwarten konnte, aufzustehen und jeden Tag in dieser Mine zu arbeiten. Ich war bereit. Ein freier Mann seit nur 2 Monaten. Und ich war bereit. Come on, hear me, big old beast.
I'm gonna buy me a new pair of shoes when I get home. I get home, don't you? Come get home. I'm gonna buy me a new pair of shoes when I get home. I get home. I get home, oh yeah. He gonna take me in his arms when I get home. Grab schön weiter, Nate. I get home. I get home, yeah. Ich muss sagen, ich war echt froh, als ich diesen Indianer sah. Das ist der Indianer! Das ist der Indianer! Das ist der Indianer, den wir gerettet haben! Wir haben ihn gerettet! Und dann wurde mir klar, dieser gewaltige Indianer war hier ein sehr respektierter Mann. Und uns zu Ehren gab es ein riesiges Büffelfestmahl. Ich hatte nur das ungute Gefühl, dass, wenn wir ihm nicht mit seiner Wunde geholfen hätten, naja, dann wären wir wahrscheinlich auf der Speisekarte gelandet und nicht der Büffel. Fleisch. Fleisch. Fleisch, 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 Soße. Soße. Ja, Fleisch und Soße. Du erinnerst dich. Morgen. Colonel. Das ist doch keine Geige. Ganz und gar keine Geige. Ich machte mir Sorgen um den Colonel. Er trank und trank, als würde er sich selbst umbringen wollen. Und nichts hielt ihn auf. Ach was, alles Lampen. Ach. Was?
Nu come să că te bue. Iwa na de zi. Ima onește. Coane. Ingi da nisa na ne. Gimi ka angi dua. A o nini. Uni te ingui ko ingi da bangi e shenzi o de na. Do ingi da. Segi a si. A o bini uti. Die meisten Indianer lachten ihn einfach aus. Er sprach mir das Herz, denn ich konnte nicht viel dagegen tun. Also verließ ich unsere neuen Freunde und machte mich auf den Weg zurück zur Hütte. Das schien mir die beste Lösung zu sein. Außerdem lag ja auch noch das Gold da. Gigita, Shemina, Gikaga, Nuna, Gishime. Gawin Moshe. Anindana, Auyana, Ominwenema. Amanji Duke. Gitake, Gwejimana, Gie. Niwega, Gwejima. Shimmy on down with the money. I'm sick of God, just shut me squad in this way. Ich war froh, wieder bei der Mine zu sein und es machte mir Spaß, Goldstücke aus dem Dreck zu graben. Und ich wusste, dass in dieser neuen Welt Reichtum den Unterschied machen konnte. Reichtum und Geld würden mir weiterhelfen. Colonel? Es dauerte nicht lange, bis einige Krieger uns besuchten. Ich glaube, sie waren neugierig und wollten sehen, was wir hier machten. Einige von ihnen wollten nur Whisky. Sie betranken sich immer mit dem Colonel. Vielleicht waren sie auch nur freundlich. Das war schwer zu sagen. Nun gut, das war's, Major. Sie und Captain Mason werden Mr. Barnes und seine Gruppe begleiten, um Friedensgeschenke an die Sioux auszuteilen. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mit Ihren Männern dort ein Lager errichten und diesen Frieden bewahren, bis Sie von mir Anweisungen bekommen, dass Sie anders verfahren sollen. Irgendwelche Fragen? Ich... Kommen Sie, Major. Sprechen Sie offen. Nun ja, Sir. Ich denke, wir sollten die Indianer töten und nicht Frieden mit ihnen schließen. Je mehr wir dieses Jahr töten, desto weniger müssen wir nächstes Jahr töten. Sir, ich habe noch nie einen Indianer getroffen, den ich nicht töten musste. Und ihre Frauen, die brüten wie Läuse. Wie viele Indianer haben Sie eigentlich kennengelernt, Major? Ich hatte nie das Verlangen, Sie kennenzulernen, Mr. Barnes. Major, ich weiß, dass wir Sie nur mit ein paar Wertlosigkeiten da rausschicken. Aber versuchen Sie besser darauf aufzupassen, als Sie es mit meiner Goldlieferung an der Harpers Mühle gemacht haben. Sie können beide wegtreten. Können Sie das fassen? Frieden schließen mit Indianern, das sind Team. JT, wir werden immer Probleme mit dem General haben, wenn wir nicht das Gold zurückholen. Ach, mir ist egal, was der Alte denkt. So wie wir das Gold finden, werden wir in den Ruhestand treten. Das hört sich gut an. Na los, dann erfüllen wir ihm seinen Wunsch. Ein paar Tage später kamen sie zurück. Es war ziemlich deutlich, dass sie wollten, dass wir ihnen folgen. Also taten wir, was sie wollten. Dass sie uns zu einem großen Fest einluden, das sie veranstalteten. Die sagen mir immer ein Liter. Also,
puppet with me on his knee. Almost three. Say one day you'll be a man, my son, you'll see. And as that day will surely come, you'll find your life may be undone. But the Lord will set you free one day. Now get home, Lord. Now get home. Oh, I ain't gonna be no chains on me when I get home. I make my mind, I'll be free for all time. And the Lord, I'm by his side when I get home. Now get home, oh, Lord. Now get home. Chains on me when I get home. I make my mind, I'll be free for all time. Spaß an diesem Abend. Und ich freute mich, bei unseren neuen Freunden zu sein. Wir blieben eine Weile bei den Indianern. Ich bei dem großen Indianer und seiner Frau. Und der Colonel schlief draußen unter der Kutsche vor dem Zelt des Kriegers. Anscheinend war er glücklich, hier zu sein. Andere hingegen waren nicht so erfreut. Besonders, weil einige der Krieger ständig mit dem Colonel tranken. Dadurch gab es Streit, denn diverse andere Krieger nahmen nicht daran teil. Und die sahen nicht besonders glücklich aus. Going on in. What about this EC? Apana anome kose akin, amada unat uskude wabu, agude nat gawad gaya set aname kidash, anakwad gigi washkwe biwad. Nasi wag debwe, ongo unini wag, ge damaja wang, nongkong. Ingi bi mati gok, zanigat di bad the man, gibi maja. Nibuwi no mashkuz, gishpin mi sawe neme. Nimin wetam, dibatu taman, maja. Nui no waben dansa. Nui ni wab. Hey ya, haka wabi da. Inain damanga win, di wewe bandon simin. Morgen. Ihnen auch einen guten Morgen, Sir. Bonjour, bonjour. Eines Tages kam ein Trapper ins Dorf mit einer Indianerfrau namens Rainbasket. Damals wusste ich es nicht, aber wenn ich es jetzt betrachte, dann war das der Tag, der mein Leben veränderte. Mein Geschäft!
Ich mache keine Geschäfte. Ich verschenke es. Ich hatte genug Auspeitschungen in meinem Leben gesehen. Und diese hier wollte ich nicht miterleben. Ich hatte noch nie gegen einen Weißen gekämpft. Aber an diesem Tag kam etwas über mich. Und mir war egal, was passierte. Ich wusste nur, dass dieser Mann, diese schöne Frau, nicht ein weiteres Mal schlagen würde. Genug. Genug? Sie ist meine Sklavin, ich werde sie töten, wenn ich will. Ich sagte, genug. Soll ich dich abstechen? Ha? Soll ich dich abstechen? Ja, komm! Wissen Sie, wie man das benutzt, Messer? Oh, oh, hey, oder möchtest du sie vielleicht kaufen, hä? Oh, wenn du sie kaufen willst, wie viel Geld hast du eigentlich, hä? Okay, sie gehört dir? Du gehörst jetzt ihm. Sie ist sauer. Sie ist nie am Lachen. Geh jetzt. Na los, hau ab. Nun geh schon zu ihm, eh? Los, mach schon. Na, geh schon. Los. Na los, geh schon. Mach schon, eh? Du aber mal gar nicht hören, anyone. Nu ba ti ego nanek. Anin des, kana wa bandana wa. Bagi ja, ge ya. Ti ki wa shmoi bi. Bagi ja, mina wa ni kan shkin segun. Ke da nana matab me wak. Mini oi wa bandana ba. Ni wa. Zan. Nina name dam baba mat bangi shiga ao. Nina name dam baba mat bangi shiga. Im Leben hätte ich mir gedacht, dass mir mal eine Sklavin gehört. Ich versuchte ihr zu zeigen, dass sie keine Sklavin mehr war, aber das hielt sie nicht davon ab, mir zu folgen. Vielleicht war sie nicht meine Sklavin, aber von da an gehörte sie plötzlich mir. Oder ich ihr. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Na los, komm schon. Hallo, meine schatzmäßigen Brüder. Wollt ihr etwas kaufen? Diese Geschenke sind vom großen Häuptling aus Washington, D.C. Bachelor. Ja, Pischka. Ja. Schau. Der große Häuptling möchte mit uns zufrieden schließen. Ich soll Ihnen das hier übergeben. Ankashila. Ja, Pischka. Hey, Shinga. Wawahua. Lakota. Oyatepe. Gechi. Ich soll euch Folgendes vom großen Häuptling ausrichten. Ihr dürft auf diesem Land leben. Und zwar solange das Gras hier wächst. Ankashila. Ja, Pischka. Hey, Tipi. Hasapa Lakota. Takue, ya heyelo. Takue, shlo, ya pelo. Golahan, na un pelo. Un hey, un ya, un pelo. Red Bull sagt, was immer sie ihm sagen möchten. Über den großen Häuptling, die Lakota, wissen es schon. Sie leben jetzt auf diesem Land und werden es immer tun. Nun, der große Häuptling möchte, dass die Sioux-Häuptlinge wissen, dass er ein Freund der Sioux ist. Dann kannst du da. Ja, Peschka. Hey, Lila, was steht Kola? Lakota. Na schön. Ich denke mal, dass alles wieder ins Lot kommt.
Indy! Fantastisch! Von diesem Tag an sah ich den Colonel nie wieder etwas trinken. Ich gehe mit. Thank you.
Jetzt war der Colonel nicht mehr Face in the Dirt. Sein Name war jetzt Angry Bear. Und schon kurze Zeit später machten sie mich zu einem Krieger ihres Stammes. Ich werde schon mal. Nur noch an dem Mann in New. Ja, nicht in Rebecca. Watch them shoot. Be young, younger, how in any. Be we do more command. Sabi Kadi Magan, Gaye, Kishki Zamaki, eh? Hit the mark. Then I make shoemets, quick. We do castle down, Omar, Jaganasha out. Can you say, I am a key car? Begin, what is it? Many quit, ah. Kitchen Mukumai, she quit. Much and much. Kiki one. Miki Maki got the tune here. My way yet, BN. You do Yanoma. Got way in Damoma. I do this one. Get go, be do Kanoma. Get go. Got win. Bunim, Oma. Abu ways you won. Give me Queen Danana, RP. DB Banchish, and then. Ningusha, me odapanan, Ningusha, ni odapanan, I be giba numagu. Oza may be mini Queen. May with the koji. Wish could they in. Mean the nigga E, we win, Magija. We wait with Benoma. My inganug, get Kamikako. Wir lernten ihre Sprache schnell und wir verbrachten viel Zeit mit Standing Oak und Officer Pipe. Sie hatten viele Fragen und Officer Pipe wusste, dass seine Welt und die Welt seines Volkes sich irgendwie ändern würde durch die weißen Leute, die aus dem Osten kamen. Verstehe, das ist unser Land. Das ist wohl wahr. Aber wenn die Blaurock-Soldaten eintreffen, sollten wir mit ihnen Frieden schließen. Wie kann der Mann, der kämpft wie ein wilder Bär, Frieden schließen wollen mit dem Feind? Niemand hasst die Blaurock-Soldaten mehr als ich. Sie haben meine Familie getötet. Wir haben 4 Jahre gegen sie gekämpft und dann haben sie uns geschlagen. Es sind einfach zu viele von ihnen. Mehr als du dir vorstellen kannst. Töte einen und 100 neue werden hier sein. Wir werden sie. Weißt du, Nate? Es tut mir leid. Was denn, Colonel? Es tut mir leid, dass ich ununterbrochen besoffen war. War bestimmt schwer, mit mir klarzukommen, oder? Bist du okay, Colonel? Das ist schon in Ordnung. Ja, ich, mir tut das einfach alles leid. Alles? Ja. Die Sklaverei? Die ganze Geschichte. Ich weiß, wie sie uns behandelt haben. Besser als jeder andere. Sie haben alles getan. Ihr Vater wäre stolz auf sie. Wir wurden da reingeboren. Ich hätte mehr tun müssen. Was hätten sie noch tun können, Colonel? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir alle mehr tun können. Für mich tat, was sonst eigentlich immer meine Aufgabe gewesen ist. Und ich fand heraus, dass diese Freier-Mann-Geschichte eine verdammt gute Sache war. Hast du keine Frau, hm? Meine Frau wurde im Krieg getötet. Tut mir leid. Ich kann sehen, dass du sie vermisst. Deswegen ist dein Herz so traurig. Ich habe auch meine Frau verloren. Im letzten Winter starben sie und andere meiner Leute. An seltsamen Geschwüren. Überall am Körper. Es tut mir leid. Und hast du auch Kinder? Mein Sohn wurde auch im Krieg getötet. Die da unten. Waren das die Blaurücke? Ja. Das muss ein großer Krieg gewesen sein. Ja, es war ein schrecklicher Krieg.
bin sehr froh, dass du auf meine Schwester aufpasst. Sie hat Angst. Angst, dass Skinner sie wieder entführen wird. Denkst du, das würde er? Er hat meinem Volk viel Böses angetan. Außerdem hat er den Mann meiner Schwester umgebracht. Der wird wiederkommen. Er ist wie ein schlechter Traum. Der kommt immer wieder. Ein schlechter Traum. Angry Bear, da gibt's was ich dir sagen muss. Meine Schwester, sie freut sich, dass du dich wie ein Vater zu ihrem Sohn verhältst. Ich weiß, dass du noch Gefühle für deine Frau hast. Normalerweise würde ich über solche Dinge nicht reden. Aber ich kann es sehen. Sie hätte dich gern als ihren Ehemann. Ja, sie ist eine feine Frau. Angry Bird bringt gutes Fleisch zu meiner Tochter. Als er zuerst hierher kam, wusste ich nicht, ob er gut ist. Aber inzwischen bin ich froh, dass er da ist. Danke. Wird fertig. Ist sehr schön. Es gibt viele Bäume dort. So wie dieser, nur größer. Sie stehen eng beieinander als dichter Wald. Goldene Hügel und Berge. Wirklich sehr schön. Der Boden ist fruchtbar und reich. Viele Sachen wachsen dort. Tabak, Baumwolle, Erdnüsse. Erdnuss? Ja. Was ist eine Erdnuss? Eine Erdnuss ist wie eine... Wie eine Eiche. Eine Erdnuss halt. Oh. Und Baumwolle? Das ist Baumwolle. Oh. Baumwolle. Ist es weit, dein North Carolina? Ja, es ist weit. Es ist weit. Gefällt dir meine Berührung nicht? Ich mag deine Berührung. Du weißt, dass ich dich mag. Alles, was ich je gemocht habe, habe ich verloren. Und ich fürchte, wenn ich dich mag, verliere ich dich auch. Ich habe auch Leute verloren. Du musst weiterleben. Wenn nicht, dann wirst du zerbrechlich und verlierst deinen Geist. Ich werde nicht gehen. Und niemand wird dich mir wegnehmen. Klein, wie geht's? Ja, okay. Richtig süß. Hat die Hunger? Ja, vielen Dank. Es war schön, den Colonel so glücklich zu sehen und es fühlte sich gut an, Zeit mit ihm zu verbringen. Wir alle hatten eine wirklich schöne Zeit. Heirateten Birdfeather und Rainbasket am nächsten Tag. Nun seid ihr verheiratet. So sehr ich das Leben im Dorf auch liebte, ich entschied mich dafür, wieder zur Hütte zu reiten, um nach Mirkoi zu suchen. Thank you.
dich wegfahren kannst, geh dann zurück ins Dorf. Du hast ja ganz schön lange gebraucht, um wieder herzukommen, oder? Wie ich schon sagte, Major. Der General hat mich erst zum Auskundschaften nach Süden geschickt, bevor ich herkommen konnte. Und, hast du ihn gefunden? Ja. Er ist in einer Hütte in der Nähe des Chippewa-Dorfes im Norden. Anscheinend gräbt er dort nach Gold. Das ergibt gar keinen Sinn. Der Colonel hat unser Gold. Warum sollte er nach Gold graben? Natürlich war er es. Ich weiß, dass er es hat. Und genau das habe ich gesehen. Und das erzähle ich Ihnen gerade. Ich kann den ganzen Quatsch nicht mehr hören. Ist mir egal, wie General Chisholms Anweisungen lauten. Hol die Männer, wir reiten hin. Wir müssen eine Weile weg von hier. Weg? Und wohin? Ich bin hergekommen, um den Mörder meiner Frau zu finden. Ein Blaurock, ich will ihn töten. Du kannst nicht auf den Kriegspfad mit einer verletzten Schulter. Bald. Ich werde mit dir gehen. Nein, wenn du mitkommst, dann werden sie auch dich suchen. Ich muss das allein machen. Das ist für dich. Das ist ein Kriegshemd. Wenn du das nächste Mal Krieg führst gegen deine Feinde, trägst du dieses Hemd. Das ist für Skinner und die Blackfeet, die du getötet hast. Du hast ihn getötet. Wir alle haben Skinner getötet. Das ist deine Kriegsbemalung. Wenn du das nächste Mal Krieg führst gegen deine Feinde, trägst du diese Farbe. Sie wird dich stärker machen. Wenn die Gefahr kommt, akzeptiere, dass du sterben wirst. Und dann wirst du wissen, dass die Zeit langsam vergeht. Für die, die wissen, dass der Tod wartet. Bekämpfe einen, als ob du viele bekämpfst. Bekämpfe viele, als ob du einen bekämpfst. Danke. Wenn du fertig bist, wirst du dann zurückkommen? Natürlich. Ich werde die Blaurock-Soldaten zu meinen Feinden machen. Das nächste Mal, wenn ich einen sehe, werde ich ihn töten. Nein, du darfst auf keinen Fall gegen die Blauböcke kämpfen. Wir alle wissen, dass du gesagt hast, dass es zu viele sind, um zu kämpfen. Aber du wirst sehen. Das nächste Mal, wenn ich einen sehe, dann werde ich ihn töten. Sie können uns nicht einfach mit einer Handvoll Soldaten hier zurücklassen. Sie haben doch gesagt, dass die Sioux freundlich sind. Das heißt Sioux und nicht Sioux. Was passiert, wenn sie sich plötzlich benehmen? Benehmen wie Indianer? Dann sind sie wahrscheinlich tot, nicht wahr, Mr. Barnes? Sie lassen uns nicht wirklich zurück. Viel Glück, Mr. Barnes. Aber... Warten Sie nur, bis der General davon erfährt. Sagen Sie dem alten Mann, er kann meine Stiefel lecken. Wenn Sie ihn wiedersehen. Du weißt ja, dass ich weg muss. Pass bitte auf deine Mutter auf, solange ich weg bin. Ich werde mich um sie kümmern. Ja, das weiß ich wohl. Martin, wer hat uns erzählt, dass du dich an deinen Feinden rächen willst? Das ist eine gute Sache. Wir verstehen das. Wir wollen nicht, dass du alleine gehst. Du könntest einige Krieger mitnehmen. Nein, ich muss alleine gehen.
Die Blaurock-Soldaten sind nicht eure Feinde und so soll es auch bleiben. Ich sagte doch schon, wenn ihr sie zu euren Feinden macht, werden sie euch vernichten. Ah, wir haben alle Feinde geschlagen, die auf unser Land gekommen sind. Blackfeet, Dakota, einfach alle. Ich werde allein gehen. Morgen. Also was wird passieren? Er ist ein Sturkopf. Er will allein gehen. Er ist wie du. Viele Male schon bist du allein gegangen. Ich weiß. Und oft hat es mich fast umgebracht. Sir. Vielleicht könntest du ja die Waffe runternehmen. Ja, Sir. Hier muss man äußerst vorsichtig sein. Bist du der Neger, der zusammen mit Colonel Lofton reist? Loslassen! Das ist meine Frau! Sie ist meine Frau, Sir! Nicht wehtun! Das ist meine Frau, Sir! Tun Sie ihr nicht weh! Sie hat mich geschlagen. Ja, wir haben hier wohl eine Widerspitze. Hey! Ich habe dir eine Frage gestellt. Das ist meine Frau. Das ist deine Squaw. Lieutenant Johnson, schaff sie hier weg. Wenn wir in 10 Minuten nicht bei euch sind, möchte ich, dass ihr euch ein paar lustige Sachen für sie überlegt. Ja, Sir Major. Wo ist das Gold? Besser, Sie beantworten die Frage des Major. Das ist meine Frau. Ich denke, wir müssen ihn daran erinnern, wer er ist. Was denken Sie, Major? Ja, Captain. Das wäre jetzt angemessen. Wo ist das Gold? Okay. Ihr könnt mein Gold haben. Es ist da drüben in der Satteltasche. Colonel hat mir während des Krieges Gold geklaut. Und du wirst mir sagen, wo es ist. Und zwar hier und jetzt. Ich weiß nichts von diesem Gold. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Wir werden sehen. Weitermachen, Scout. Ich denke, er ist bereit, mir alles zu erzählen, was ich wissen will. Wo ist der Colonel? Ist er jetzt auch ein Indianer wie du? Der Major hat dich was gefragt. Ist er auch ein Indianer wie du? Ja. Ja. Er lebt im Dorf. Und das Gold? Ich weiß nichts von eurem Gold. Oh, das ist aber schade. Soldaten. Oh, Herr. Diese Hurensöhne. Hier schon, sag's dem Häuptling, lauf los! Ist es schlimm, Colonel? Du schaffst das nicht. Wie viele waren es? 6, glaube ich. Wohin sind sie geritten? Nach Osten. Sie waren es, Colonel. Wer? Wovon redest du? Michigan 5. Ich habe ihre Abzeichen gesehen. Hörst du? Ja. Der ihre Frau getötet hat. Ich war da, Colonel. Hab ihn sofort erkannt.
wollte sie davon abhalten, das Haus zu plündern. Ich war auf der Veranda und er. Genau, Stadtmajor, der ihre Frau getötet hat. Ich war da, Colonel. Ich wusste, dass es ihre Frau war. Und ich habe nichts unternommen. Es waren so viele Soldaten, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann hat er sie einfach erschossen. Er hat ein schwarzes Pferd. Er war es. Ich muss nicht, was ich tun soll. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid, ich mach dir keinen Vorwurf. Ist nicht meine Schuld. Bitte, sie dürfen mir nicht wehtun. Bitte sagen Sie dafür, dass ihr nicht wehtun. Oh Gott. Hervorragender Schuss, Scout. Gut tun, Callum. Bringt ihn zu mir. Sarge, ist der tot? Ist der tot, Sarge? Sei ruhig, Callum. Ich glaube, er ist tot. Ist er tot? Ich hab gesagt, sei ruhig, Kellen. Steh auf, du Schwein. Ja, er ist tot. Wie du willst. Soll ich ihn erschießen, Major? Nein, nein. Er soll uns einfach weiterhin folgen. Thank you.
Captain. Nehmen Sie diesen Mann fest und bereiten Sie Ihre Truppe auf einen Angriff vor. Der Feind nähert sich meinem Kommando. Hey, stehen bleiben! Darwin! Darwin! Sind Sie Major Haskell? Ganz richtig. Major J.T. Haskell. Nun bringt mir ein Pferd. Wir haben Sie gesucht, Major. Und jetzt haben Sie mich gefunden. Und jetzt bringt mir ein Pferd. Das ist ein Befehl, Captain. Ich erhalte meine Befehle von General Chisholm. Und mein Befehl lautete, Sie festzunehmen wegen Desertion und Mord. So. Ich bringe Sie vor's Kriegsgericht. Und zwar euch alle! Colonel Lofton, wir sind nicht ihretwegen hier. Auch nicht wegen Ihnen. Wir wären früher hier gewesen, aber hier wurde Hilfe benötigt. Was ist mit seinen Männern? Ich werde in den Bericht schreiben, dass der Rest der Deserteure getötet wurde. Und brauchen Sie weitere Hilfe, Sir? Nein, Sir, den brauche ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen Glück, Sir.